Ein Blick auf die Küste bedeutet zu erkennen, dass die Grenze zwischen Meer und Land vergänglich und alles Leben auf der Erde nur ein kosmischer Unfall ist. Und damit, meine Lieben, sage ich euch herzlich willkommen zurück zu Manita. Und zwar tut es mir sehr leid, es wird ein bisschen was durcheinander sein. Es wird euch ein klein bisschen auch verwirren. Und zwar ist mir bei einer Aufnahme volle Lotte was schief gelaufen. Ich hatte einen fetten C-Fehler. Und kurz darauf, ihr wisst ja alle, ich nehme halt über PlayStation 5 auf, dann über die Share-Taste. Und wenn dann so ein CE-Fehler aufploppt, ist das echt beschissen. Und zwar wird die Aufnahme komplett abgebrochen und ja. Ganz super. Gerade, dass wir den Spitzenpredator dieses Gebietes fertig hatten. Dumm gelaufen. Ich habe vergessen, die gespeicherten Daten in die Cloud hochzuladen. Das heißt, ich musste das ganze Spiel nochmal von vorne beginnen. Was ich aber in 2 Tagen mit Pause ziemlich gut schnell hingekriegt habe. Und zwar haben wir, wir hatten das Knochenset ganz normal. Aber was neu ist, was wir nicht hatten, war der Schattenkörper. Und zwar kriegt man diese Schattenkörper zusammen. Und zwar ganz vorne, das sind diese, mein Gott, wie hießen sie denn nochmal? Diese Orte, die man halt aufdecken konnte, was hier 10 von 10 ist. Und dadurch kriegt man halt diese Schattenteile. Das ist neu. Da hatte ich ein Gebiet vorher eine vergessen, einen Ort aufzudecken. Den Schattenschwanz hatten wir an dem Punkt auch. Wo ich mir hier gerade nicht sicher bin, wegen der. Also, nochmal neu. Ne? Für alle, die sich wahrscheinlich schon aufgeweckt haben und das Spiel schon gespielt haben. Das erste, was ganz oben ist, das sind die Proteine. Nicht die Fette. Ich habe mich die letzten Male total versprochen. Das erste sind die Proteine. Ne? Und das andere danach ist die Fettverdauung. Also nochmal. Dieses Gekringelte, was aussieht wie eine kleine Wendeltreppe, das sind die Proteine. Und dieser kleine Öl, dieser kleine Tropfen da oben, das sind die Fette. Also, ne? Das daneben sind nochmal die Mineralien und das daneben sind die, ja. Ihr wisst schon, was ich meine. Naja, wie gesagt, und jetzt müssen wir halt nochmal alles neu machen. Ich bin jetzt auch mittlerweile wieder Level 30. Wir sind jetzt mega. Sind knappe 9 Meter und ihr seht so die Gesundheitswertung, so Verteidigungswertung, Schadenswertung und Einschätzung der Geschwindigkeit. Ja. Ich habe auch soweit wieder alles hochgefarmt, was nicht mehr ging. Also. Mir taten sowas von die Hände weh, also ich hatte gar keine Kraft mehr in meinem rechten Zeigefinger, das war echt schrecklich, ich konnte da nicht mal weiterspielen, das ging mir auf den Nerv. So, lange Rede, kurzer Sinn, dann würde ich sagen, wir rauschen jetzt hier rein, fressen alles, mähen alles nieder. Lassen uns dann überhaupt nicht stören von den Jungs da hinter uns. Lassen die ganzen Robben weg, um den Spitzenpredator herauszufordern und ihm seine Mahlzeiten wegzunehmen. Ihr seht auch schon. Um ein ausgewogenes Ökosystem zu kümmern, ist ein komplexer Prozess. Was für einen Unterschied machen da schon ein paar tote Seehunde? Also ihr seht schon, wer der Spitzenpredator hier dieses Gebietes sein könnte. Ach so, und diese Lags, die ich habe, das ist anscheinend so in der PS5-Version, weil ich habe die PS4-Version nur gespielt und war ein bisschen faul, sagen wir es mal so, und habe die Trophäen einfach so übernommen, weil das halt ging und ich halt nicht wusste. Sichten eines Hais, den Tod eines Besatzungsmitglieds prophezeite. Ich wusste halt damals nicht, dass ich vielleicht hier über die PS5 aufnehme. Trefft sich an dem Haiweibchen, indem der Ort einige seiner meist geächteten Bürger auf die Jagd schickt. Nicht wundern,
bei dem Niedertracht-Drang sind wir noch leider bei Enz Tyler Dixon. Aber das ist ja nicht so schlimm, den kriegen wir ja ziemlich schnell dann weg. Zu Not. Oder wenn ich jetzt gerade, wenn ich das jetzt schaffe, hier die. Diese Menschen jetzt hier schnell wegzuräumen. Der Ozean ist eine Quelle des Lebens, der Inspiration und der ewigen Erneuerung. Aber größtenteils existiert er, damit die Menschen ihn ausbeuten und kommerziell nutzen können. Schildkröte. Oh, die fressen gerade die falschen Menschen. Egal. Gibt Proteine. Über die Hilflosigkeit des Menschen im Angesicht der Rache der Natur lachen. Ja, da muss ich dem Sprecher manchmal echt recht geben. 12, 13, 14. Jetzt brauchen wir noch einen einziehen. Na komm schon. Nimm mal eine Geschwindigkeit an. Da. Was haben wir denn da? Da schwimmt doch was im Wasser. Komm, ne. In Prosperity Sands gab es seit 629 Tagen keine Haiangriffe mehr. Dafür könnt ihr euch beim alten Wien bedanken. Sicherlich nicht bei Prosperity Sands. Oh, jetzt ist der hinter mir, oder was? Wir müssen eh dahin. Ne, wie gesagt, diese Lags sind wirklich echt in der PS5-Version anscheinend so doll. Weil wie gesagt, in der PS4-Version lege ich meine Hand ins Feuer, war da keine Probleme. Außer es gibt natürlich jetzt aktuell Probleme, weil irgendwas, naja. Bam. Oh, sagt mir doch einer, dass ich den Hai in der Schnauze habe. Ich habe gerade gar nicht mitgekriegt, dass ich den anderen da drinnen hatte. Hier zum Beispiel war zum Beispiel so eine Sehenswürdigkeit. Hier. Kommt wahrscheinlich dem einen oder anderen halt auch bekannt vorne. Das Gesicht. Also, wie gesagt, das hier zum Beispiel war so eine Sehenswürdigkeit, eine Entdeckung. Genau. Ja, und da hinten geht's weiter. Ich würde gerade sagen, auf zum Spitzenpredator. Hahaha. Aber es gibt ja noch Aufgaben zu erledigen. So eine Scheiße. Ich habe das gar nicht mehr so lange im Sinn. Ich weiß, dass wir irgendwie die Folge, die ich aufgenommen hatte, gar nicht lange brauchten tatsächlich. Jetzt werden wir noch hier von einem Hai verfolgt. Und der hat der pure Leck, ey. Wie gesagt, es tut mir ehrlich leid, ich weiß nicht, was ich dagegen machen soll. Es ist vom Gebiet zu Gebiet unterschiedlich. Mal leckt's tatsächlich nicht. Da gibt's keine Probleme. Ich kann das auch aber auch nicht abschalten. Also, trotz dass ich es jetzt nochmal neu angespielt habe oder durchgespielt habe bis hierher, sind immer noch dieselben Probleme wie davor auch. Rollen sie die Augen zu und zeigen einen obszönen
Viertel der Erdgeschichte war das Land unbewohnt. Und es gab weit und breit kein einziges Wellness-Hotel. Oh mein Gott. Ausreichendem Sand oder schützenden Dünen droht in stark entwickelten Gebieten eine große Gefahr durch Tropenstürme. Genau, jetzt schalten wir den Spitzenpredator frei. Sehr schön. Halt, Schildkröte mitnehmen. Immer die Schildkröte mitnehmen, ganz wichtig. Ihre kleine Schildkröte. Ein Marlin! Boah, 325. Da ist der er. Der Herrscher der Tiefsee. Der weiße Hai. Haha. Wie fühlt sich Vergiftung an, ne? Also das, was ihr jetzt gerade seht, das ist so eine schwarze Masse. Das ist entstanden gerade durch den Schweif des Hais. Bam. Und zwar ist das Vergiftung. Und die klingt halt irgendwann ab. Der weiße Hai wird oft als König der Meere bezeichnet, was ihm ein verzerrtes Bild eines Monarchen der modernen Gesellschaft verleiht. Royal Flush. Alles klar. Ja. Also einmal noch mal kurz zum Anschauen. Für all die, also ich habe aktuell habe ich das die Knochenzähne drin gehabt. Das wäre vielleicht schlauer gewesen, Entschuldigung, schlauer, die Schattenzähne lieber reinzunehmen als die. Ja. Dann habe ich aktuell den Tigerkörper drin, der mir halt einfach nur passiv alles prozentual halt erhöht vom Farm her. Dann habe ich definitiv die Knochenflossen und den Schattenschwanz. Was wir jetzt neu gekriegt haben, ist der Knochenschwanz. Da sieht man mal Spritzradius 30%, 6 Schaden durch Schwanzflossenschlag, 50% Schwanzflossenschlagkraft, 3% Schadenswiderstand und 4% RAM-Schaden haben wir hier drin. Genau. Das ist dann so zu weit zum Knochenschwanz. Und ihr seht, ich habe das fortgeschrittene Sonar habe ich immer drin. Dann das Herzlich auch voll und Mineralverdauung eigentlich nur wegen den Schildkröten, weil es da irgendwie am wenigsten gibt halt, ne? Bitte jetzt ohne CE-Fehler. Danke. Pete, was ist in den Fässern drin? Fischfutter. Pete, lass das auf jetzt. Kannst du es bitte lassen? Wir schnappen uns den Hai. So oder so. Es ist nur, dass das unnötig destruktiv erscheint. Ich meine, es ist nur ein Hai. Da gibt es ein ganzes Ökosystem. Ein Hai hat meinen Jungen getötet. Peter, hör zu, ich verstehe. Willst du noch weiter darauf rumreiten? Autsch. Episode 7. Wie schwimmt's denn so? Skelly Pete hat Saphir Bay vergiftet. Auf der Karte findest du mehr Details dazu. Ja, da. Vorsicht, Skelly Pete hat die ganze Region vergiftet. Plus Albino-Tiere, plus erhalten von Mutagen X. Genau, das letzte sind die Mutagene. Bewegungsgeschwindigkeit ist verringert, Erhalt von Fett, Mineralien und Proteine ist auch schlechter geworden. Also das ist so ein Gebiet, wo man dann mehr
jetzt die Mutagene farmen könnte. Mal schauen, vielleicht gehe ich in der Zwischenzeit da schon mal rein und farm noch ein bisschen. Und ja, mal schauen. Dann würde ich sagen, treffen wir uns nächstes Mal in Caviar Cave wieder. Und beziehungsweise an der Grenze. Das wäre dann ungefähr, würde ich dann ungefähr bis hier oben hochschwimmen, bis dahin hochschwimmen. Und wir treffen uns dann ab dieser Stelle hier wieder und schwimmen dann hier rüber zu der Liebesgrotte, wie es hier beschrieben wird. Dann bedanke ich mich recht herzlich, dass ihr eingeschaltet habt und sage bis zum nächsten Mal. Bye, Anita. Und dann geht es hier weiter. Bleibt dran, bleibt gespannt. Bis dahin sage ich ciao, ciao und bis denne.